Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bus Simulator. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, heute auf der Strecke 19 unterwegs. Ich wollte mal gucken, ob wir nicht mal einen neuen Bus kaufen können. Ja, ob hier mal nicht ein neuer Bus mal für uns zur Verfügung steht hier. Busdepot, ich meine, Geld ist ja nun mal mehr als genug da. Ja, das sollte passen. Schauen wir mal, haben wir hier nicht irgendwas? Nee. Citaro G haben wir. Ja, aktuell kein Bus da, den wir jetzt kaufen können. Wie gesagt, den Lion City CNG, den haben wir noch nicht. Ab Level 18. Ja, da müssen wir noch 2 Levels spielen. Ach, die meine Güte. Naja, dann nehmen wir den Citaro Gelenkbus. Fand das Ganze hier, lassen das hier mal auf zufällig. Und ich würde hier gerne den Citaro Gelenkbus fahren. Alles klar, Strecke 19, los geht's. So, einer meiner Lieblingsbussen hier, den kann man absolut empfehlen. Boah, ist wieder der Bus, der bremst wieder kaum. Bitte eine Fahrkarte haben. So, Tag, Standard, Beginn. Und 3,80. So. Ich muss jetzt leider mal kurz noch mal einen Screenshot machen. Das müsst ihr leider verzeihen. Das lässt sich hier so blöd machen, leider Gottes. Muss ich leider immer raus hier. Man muss das Ganze hier so ein bisschen. Muss ich mir da gegen die Karre fahren? Das sah so aus, als ob bei mir so schön gegen den Bus geballert ist. Das wäre es ja gewesen. Ja, so. Oh, was ist denn da oben? Mit Öl. Ölhafen. Der kann ja das Öl nicht richtig. Sind das in der Matrix? Hab das gesehen, das sah irgendwie ein bisschen falsch aus. Ticket? Ticket? Hier ist die Fahrkarte. Ticket? Hier. Ticket? Augenblick. Hier, bitte. Boah, ist der lang, der bisschen. Waren wir überhaupt noch gar nicht drin gewesen, ne? Das sieht schon echt edel aus hier, so in dem Gelenkbus. So, jetzt aber. Schnell, schnell. Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. Oh, das tut mir mal leid, dass dein Akku leer ist. Dafür kann ich doch aber nichts. Hm? Oh Gott. Das muss unsere Haltestelle hier sein. Bitte, weil hier haben wir einfach. Der Bus ist halt genauso klein wie der Gelenkbus, bloß dass wir hinten halt noch ein Körperchen dran haben. Ne? Das ist halt. Extremst vom Vorteil als jetzt dieser andere extrem lange Booster, ja, der von MAN. Du musst hier natürlich aufpassen, aber du kannst hier einfach viel, viel besser in die Kurven einfahren. Das funktioniert bei dem anderen nicht, weil er halt einfach nicht mitlenkt. So, gleich mal gucken. Und er bremst nicht. Boah, es tut mir leid, aber wenn er nicht bremst. Ja. Wieso bremst denn der so schlecht? Der bremst halt überhaupt nicht. Oh, ich hasse die Fahne jetzt nicht mehr. Der Leidenschaft. Komm irgendwie immer genau dann, wenn's spannend wird. Wenn du mit dem zu schnell unterwegs bist, keine Chance. Aber auch immer irgendwas zu meckern, der Bio. Ich weiß, aber komm, bremsen sollte machbar sein. Das ist, als ob du hier mit rohen Eiern fährst. Und da ich nun mal viel Omsi spiele, ja, weiß ich natürlich, wie sich so ein Citaro eigentlich bremsen sollte. So, ne?
So, kommt noch jemand mit rein oder nicht? Oder was? Oder wie? Hm, dann nicht. Wir müssen hier lang. So. Was ich auch mal ein bisschen schade finde, ist, dass du den Sitz hier jedes Mal manuell neu einstellen musst. Ne? Das speichert die Sitzposition irgendwie nicht ein. Boah, das war knapp. Ach ja, wenn ich das schon wieder sehe, ja. Urlaub war super gewesen. Der Harz, der war klasse. Wenn man nicht da war, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir hatten auch das Glück, dass wir halt eine extrem günstige Wohnung gefunden hatten, ja, wo wir dann für eine Woche dann mal Urlaub machen konnten. Aber das war wirklich gut. Wenn man es dann weiß, dann weiß man so eventuell, wie man mit dem bremsen muss, aber alles, was davor ist, erstmal einen Crashkurs machen muss, dann... Ich verstehe leider nur diese Anspielung nicht. Er ist schon wieder krank. Wenn man krank ist, ist man krank. Also das ist schon so ein bisschen, wo ich mir immer so denke, so, man hört ja hier viele, viele Kommentare, ja, so mit Ananas, ja, und alles sowas. Und wenn man dann sowas dann hört, wie passt das rein? Das klingt irgendwie so, als ob einer der Entwickler gesagt hat, wo ist denn der schon wieder? Ach, der ist schon wieder krank. So, weißt du? Wenn man krank ist, ist man krank. Das finde ich persönlich, kann ich immer nicht nachvollziehen, wenn dann was dann kommt, so, ja, das ist krank. Kaum erwarten. Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus, wa? Ananas. Zip, 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 zip. Warte mal, da müssen wir mal gucken. Aber die zweite wieder, ne? Ja. Die zweite müssen wir rechts rum. Wir wollen natürlich ja nicht nochmal so einen Quark fabrizieren wie in der letzten Folge. Jetzt ist auch ein Stickig hier. Ich bin auch schade, dass wir hier zum Beispiel eigentlich die Heizung bedienen müssen oder sowas, ja. Das ist zum Beispiel wie bei Omsi, ja, da kommst du dann halt drin, es ist kalt oder es ist warm, so. Ja, hier hast du es halt auch nicht drin. Ja. Deswegen, also so, man kann leider im Bus-Simulator echt nicht mit Omsi irgendwie vergleichen. Für mich bleibt Omsi der realistische Simulator, so aus diesem Bereich halt, ne. Schon schade. Aber wer weiß, was in Zukunft mit dem Bus-Simulator passiert. Ja, wenn ich vergessen, die sind ja jetzt erst seit Still Alive, glaube ich, seit 2 Jahren. Nicht mein Wetter. 3 Jahren. Sind sie jetzt aktuell, haben jetzt den Bus-Simulator 16 veröffentlicht, den Bus-Simulator jetzt 18 hier und den Bus-Simulator halt auf der Konsole als ersten richtigen Bus-Simulator. Da steckt auf jeden Fall Potenzial dahinter. Und das muss man den Leuten, den Jungs da von Still Alive, zugute reden.
Ich schaff's nie im Leben zu meinem Tempo. Zu spät. Was machen, wenn die Straßen voll sind? Zaubern kann ja nun auch nicht. So. Sieht schon halt immer ein bisschen blöd aus, wenn da so ein Mast hängt. Also die Lampen hängen und der Mast fehlt. Das kommt ja auch noch dazu. Du kannst halt nicht schneller fahren, wenn der Bus einfach nicht bremst. Oh, habe ich Fahrkarten nichts ausgemacht oder warum kauft die keine Fahrkarten? Hat hier heute schon jemand eine Fahrkarte gekauft? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Schon wieder stehen wir. So, wir müssen nach rechts und gleich nach links wieder. So. So, zum Beispiel auch gerade die Black Week Sales. Ich denke mal, da kann man jetzt zum Beispiel gerade den Muskelblatter auch wahrscheinlich komplett, also nicht komplett günstig, aber kriegt man bestimmt auch schon günstiger bei Mediamarkt oder Saturn. Wenn ihr den zum Beispiel für PC sucht, in der Videobeschreibung habe ich euch einen Link reingepackt von Games Planet. Wenn ihr natürlich ein bisschen was sparen für den PC. Und ihr unterstützt den Kanal damit. Deswegen hier mal ganz kurz mal diese schicke Einblendung hier. Hier werde ich mal mit reinhauen. Offizieller Partner hier. Wäre natürlich eine coole Sache. Wenn ihr uns damit ein wenig unterstützen möchtet. Gibt auch gerade andere klasse Deals rund um Train Simulator und Train Sim World. Also unbedingt mal vorbeischauen. Ein paar Sales sind auf jeden Fall drin. Ne? Aber hier irgendwie kauft keiner ein Ticket. Die haben alle Monatskarte. Die haben mir irgendwann mal zugehört. Das ist schön. So. Ein Fahrgast hört zu laut Musik. Jawoll. Leiser. Ja. Setz dich hinter dem Busfahrer hin und haut dann die Mucke voll auf. Manchmal fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum eine Simulation. Ja. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ja, das ist eine Simulation. Ich muss auch dazu sagen, seitdem der Bus-Simulator da ist, läuft meine PlayStation deutlich öfter jetzt. Ich hab hier die Xbox One und die PlayStation 4 Pro und ja, hab da auch so meine 2-3 Spiele da, die ich unbedingt immer mal zocken wollte. Aber ich hab sie eigentlich nie benutzt, ja, das ist schon echt schade. Aber geht doch. Eine Fahrkarte, bitte. Was ist jetzt los? Ich hab zu laut gesprochen, wahrscheinlich.
Danke. Oh Gott. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ich hatte wieder mal nicht angenommen hier, dass ich jetzt hier so zurück. Ja, ja. Ob wir jemals noch eine anständige Tour schaffen werden? Ich glaube, die Fahrt, die wir gestern, vorgestern hatten, die muss ich wahrscheinlich normal machen, dass wir da nämlich überhaupt kein Geld einnehmen, die wahrscheinlich dann nochmal fahren. Ich werde gucken, dass ich sie alleine fahre, nochmal schnell im Offscreen, damit ihr das Ganze nicht normal sehen müsst. Weiß, dass das immer ein bisschen lästig ist, wenn du sowas dann immer und immer wieder siehst. Ja, genau. Warum rede ich manchmal? Ja, denke mir so meinen Teil nicht einfach. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Das ist, als ob die das jetzt gehört haben. So, weißt du? Oh, hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich wüsste mal, wohin. Schwimmen die in der Luft? Sieht so aus, wa? Läuft. Oder er steht. Mal gucken, dass du echt nicht zu dicht an den Bordstein ranfährst. Bei Omsi, ne, wirst du geschult, halt so dicht wie möglich an die Bordstein zu fahren. Danke. Winter der Leidenschaft, ja. 5000 Folgen, immer noch super spannend. Wäre der Unfall nicht gewesen, dann wäre es echt eine gute Fahrt geworden, ja, aber durch den Unfall hat es jetzt ein bisschen rausgerissen. Sage, wenn du dich erstmal eingespielt hast mit dem, dann klappt das schon. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, mehr kleine Busse zu kaufen, um mehr neue Fahrer einzustellen, um dort noch mehr Geld zu generieren. Das Sinn macht. Tschüss. Wir haben jetzt ordentlich Geld jetzt. So, was wollen wir machen? Na klar. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mauzi. Schön für Mauzi. Na klar. Wie klar. Schade. Ja, sein könnte, dass wir ein bisschen Geld hier abstauben können. Zusätzliches. Ja, das
Aber ist es leider nicht. So, Endstation, Ölhafen Nord. Wir werden auch gucken. Also ich bin da schon so ein bisschen gerade auch am Plan, so wie es so weitergeht jetzt, so, weil wir nähern uns ja nun mal Weihnachten und alles was. Ist ein Weihnachtsstream geplant. Wissen noch nicht so 100% wann, wie lange der geht, wissen wir auch noch nicht. Und was wir da zocken, wissen wir auch nicht. Auf jeden Fall sind es so Spiele, die wir spielen werden, die jetzt nicht so jetzt in dem 2000 Abonnenten-Special dabei waren. Also unter anderem jetzt Transome World. Und vielleicht werde ich da tatsächlich jetzt auch noch den Boost-Simulator mit reinnehmen. Damit ich die Karriere weitermachen, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Und werde das Ganze dann halt noch separat aufnehmen und das dann praktisch noch in die Playlist mit reinpacken. Ah, sieht es halt besser aus, wenn es aufgenommen ist, als wie das gestreamte. Und vielleicht hilft uns das so ein bisschen vorwärts zu kommen hier. Ich glaube, das Ganze jetzt, das wird jetzt ein ganz langwieriger Prozess hier. Und ich glaube, wir sind echt noch lange nicht fertig. Habe ich irgendwie so das dumpfe Gefühl halt. So, wunderschön. Wir hatten einen Schwarzfahrer dabei. Einen Schwarzfahrer hatten wir dabei. Deswegen meine ich ja. Was kosten jetzt hier diese kleinen Busse? Ja, du bist echt teuer. Was kostet? 120.000. Wenn echt nochmal 4 Busse, die wir locker uns leisten könnten. Und wenn wir die denn hier irgendwo raufsitzen, da wo es ordentlich Geld bringt. Oh, guck mal, wir haben auf jeden Fall. Ja, das ist das Ding, was wir versammelt hatten. Mit dem Gewerbegebiet. Aber wir haben den letzten Part freigeschaltet. Seht ihr? Da haben wir jetzt nur das eine. Das werde ich wahrscheinlich den nochmal im Offscreen machen. Und werde wahrscheinlich so am Ende der Fahrt denn das Ganze dann, damit wir dann sehen, was dann so die neuen Aufgaben sind. Irgendwie werde ich das schon mal so regeln. Wenn ich mir mal so überlegen, ob es Sinn macht, die neue Fahrer einzustellen. Hier, guck mal, das ist schon allein sind 19.000, die wir hier kriegen. Und da ist nicht mal ein Fahrer drauf. Ja, komm, das machen wir. Wir kaufen uns noch ein paar Busse. So. Shop. So, holen wir uns jetzt noch 3 Fahrer dazu. Angestellte. Assfahrer. Oh, das hört sich gut an. So, haben wir 3 Assfahrer. Und jetzt werden wir mal hier kurz gucken. Nochmal schnell hier zu dem Busdepot gehen. Unsere 3 Busse hier. Bearbeiten. Und hier werden wir Werbung draufhauen. Einkommen pro Woche 1.000. Warum geht denn das jetzt? Ja, wenn er macht das hier. Anwenden auf allen Bussen. Ja. Und warte mal, jetzt machen wir mal noch was. Meine Busse. Passe das Nummernschild an. So. B. Fertig.
ÖPNV. Oder machen wir einfach 86. Warte mal. Naja, Quatsch. So rum. 86. Machen wir ÖPNV. Machen wir OV, ne? OV, das passt. So, so, so. Auf alle anwenden. Ja. So, jetzt sehen wir jetzt nämlich, jetzt habe ich hier unten wundervoll noch BOV 86. Passt. Leute, das war's mal wieder für diese Folge. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt in der nächsten Folge wieder mit einschalten, würde ich mich sehr drüber freuen. Lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und sonst, ja, freue ich mich schon auf den nächsten Part hier mit euch gemeinsam. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, frohes Weiterfahren. Tschüss!